Gute Laune bei der InnoTrans 2008 in Berlin. Die Eisenbahnindustrie boomt weltweit und so hoffen Aussteller bei der Fachmesse für Verkehrstechnik auf gute Geschäfte. Heute Zulieferer im Eisenbahnbereich zu sein, das ist ein guter Ort, um Geschäft zu machen. Wir haben einen Markt vor uns mit einem Volumen von 87 Milliarden Euro weltweit. Wir gehen von soliden Wachstumsraten im Volumen von 2,5 bis 3% aus in den nächsten 8, 9 Jahren. Solide wächst auch die Messe. Die Gleise des InnoTrans-Bahnhofes wurden erweitert. Rund 3.500 Meter Schienen stehen den Zügen zur Verfügung. Und 200 Aussteller mehr als bei der letzten Schau 2006 präsentieren sich. Besonderer Schwerpunkt, das Thema, das den Eisenbahnern auch die guten Zahlen beschert, der Klimaschutz. Bei der InnoTrans in diesem Jahr geht es in erster Linie natürlich um Energieeffizienz, ökologische, nachhaltige, sustainable, sagen wir, Verkehrssysteme auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird das Thema Hochgeschwindigkeitsverkehr eine große Rolle spielen dieses Mal. Zum Beispiel der AGW, der zum Anschauen und Probesitzen in den InnoTrans-Bahnhof gefahren wurde. Die jüngste Ausgabe des französischen TGV schafft bis zu 360 Kilometer pro Stunde. Er wird ab 2011 Neapel und Mailand verbinden. Deutlich mehr als 70.000 Fachbesucher werden auf der InnoTrans erwartet, aber auch Eisenbahnfans stehen an 2 Tagen die Türen offen. Es wird keinen anderen Platz auf dieser Welt geben, wo Sie in einer solchen Ansammlung Innovationen aus dem Eisenbahnsektor zu sehen bekommen. Allzu tief in die Tasche greifen muss dafür niemand. Der Eintritt an den Besuchertagen kostet 1,50 Euro für Erwachsene und für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt kostenlos.